So, mit diesem kleinen Baby möchte ich den Tag heute beginnen. Viel Spaß bei dem Video. Ein kleiner Gründling. So, und der nächste Fisch. Dürfte ein Zwerte sein oder so. Ich glaube, ein Döbel ist es nicht. Wenn ihr wisst, was das für ein Fisch ist, schreibt es in die Kommentare. Ich tippe aber mal selber auf Zwerte. So, jetzt schön, das Ganze klein zu spielen, um Platz zu haben. Der nächste Gründling. So, nur den ersten kleinen Döbel des Tages. So, und der nächste kleine Döbel. So, der nächste kleine nervige Gründling. So, der nächste Fisch scheint eine Zwerte zu sein. So, und der nächste kleine schöne Gründling. So, eine richtig schöne dicke Regenbogenforelle. Wir fangen auf mit 16 Haken mit 2 Maden. Zweimal abgerissen und dritten Mal habe ich es rausbekommen. So, liebe Angelfreunde, jetzt möchte ich euch noch einmal kurz sagen, wie ich die Forelle gerade gefangen habe. Dazu hole ich einmal meine Montage raus, mit der ich die wirklich eben auch gefangen hatte. Und zwar habe ich hier einen Wägler, wobei die Pose spielt in diesem Fall keine Rolle, Hauptsache sie war nicht zu groß. Ja, dann habe ich halt hier Schnurstopper und so weiter. Das Bleichrot. Und dann kommt das, womit ich selber nicht gerechnet hätte. 2 Maden. Auf einen 16er Haken und einem extrem dünnen Vorfach. Ich kann euch gar nicht sagen, was es jetzt für eine Vorfachstärke ist. Müsste ich nachher nochmal nachgucken. Also, wenn es interessiert, einfach in die Kommentare schreiben. Also wirklich die Forelle mit dem feinsten Gerät gefangen. Der Drill dauert auch echt lange. Also, immer wieder kurz vorm Kescher hat es nochmal Gas gegeben und wollte immer wieder hinten in die Äste. Ich zeige jetzt nämlich noch einmal kurz, wo ich die genau gefangen habe. So, kommt mal einmal her. So, hier mal mein Display umdrehen. So, und zwar habe ich die da gefangen, sprich da stand quasi auch meine Pose und ja, hat richtig Spaß gemacht. Also ich bin immer noch vollkommen geflasht von der Forelle. Ich würde mal sagen, ich angle jetzt mal weiter und endlich mal ein etwas größerer Döbel. So, hier ist die erste Plötze, ist ja schon mal sehr schön, nur noch ein bisschen klein. Und der nächste kleine Döbel. Ja, wenn ihr so fein fischt wie ich heute und dann habt ihr auf einmal so einen großen Fisch am Haken, dann müsst ihr natürlich immer ganz, ganz feuchtig grillen. Lasst euch wirklich die Zeit der Welt mit dem Fisch, ja, weil wenn der Fisch einmal richtig gut gehakt ist, bleibt ihr auch dran. Und deswegen immer die Bremse schön weit auf. Ich hatte sie ja gerade richtig weit auf, der Fisch konnte ohne Probleme Schnur ziehen. Aber auch ich konnte trotzdem ein bisschen ankämpfen und ich muss halt aufpassen. Irgendwann, sobald die Forelle dann 2-3 Mal in der Oberfläche war, ist die sowieso platt. Dann geht sie meistens auch kurz am Kescher, zieht sie noch einmal ab, ungefähr wie so ein Graskarpfen. Das habe ich auch festgestellt, das macht die Forelle nämlich auch sehr gerne. Ja, soweit war das schon. Übrigens, es war ein 0-1er Vorfach. Also, das war schon echt knapp. War nämlich hier, ich guck mal eben hier, da, mittlerweile sind sie leer. So, dieses Vorfach war das. Also richtig dünn, dass ich damit die Forelle rausgekriegt habe, war schon echt richtig Glück. So, jetzt mache ich meine Montage mal neu fertig, denn ich habe mich gerade ins Gestrüpp geworfen. Ja, ich werde immer sehr oft gefragt, was für Haken ich denn auf Weißfisch, oder auf Rotaugen, Rotfähren und so Fische. Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also ich habe die ganzen kleinen auf einen 12er Haken gefangen. Jedoch die größeren auf einen 16er, die habe ich hier, auf einen 16er Haken. Ja, das ist wirklich immer so. Auf die kleineren Haken fange ich grundsätzlich die größeren Fische und auf den größeren Haken in der Regel die kleineren Fische. Das ist, geht nicht nur mir so, ich habe schon mit einem Angler gesprochen, dem geht das genauso. Das ist schon irgendwie sehr verwundernswert. Auf jeden Fall, der 16er Haken ist eigentlich immer eine Top-Weißfischgröße. In diesem Fall sind jetzt welche vom Westline, die sind eigentlich extrem gut, sind so ein bisschen blau, das lockt die Fische zusätzlich, habe ich gemerkt. Jordans Fische hat einen 12er Haken. Aber meine Vorfachlänge ist immer 60 cm, beziehungsweise 50, 60 cm, je nachdem, welcher Hersteller was macht. Ne? Aber sonst nicht länger, nicht kürzer. Das ist optimal, man sieht, ich fange ja eigentlich ganz gut drauf. Die große Forelle natürlich auch. Die große Forelle, sieht man vielleicht noch ein paar Bilder.
weißt, ich weiß, ich darf die große Forelle eines mehr gebissen. Jo, Anfang. Wir sehen uns. Ciao.